habe. Also wir sind das Team von Academify. Wir haben eine Plattform gebaut, die es möglich macht, unsere wissenschaftliche Arbeiten hochzuladen. Das kennt ja jeder, man schreibt eine wissenschaftliche Arbeit irgendwie in der Uni und mehr so für die Schublade und bekommt eine Note und tut sie irgendwo hin und schaut sie sich nie wieder an. Und das bietet halt die Möglichkeit, das hochzuladen. Man kann hier eine Arbeit eingeben, kann ein kurzes Abstract schreiben, was es geht. Dateiausladen und Text vergeben. Das führt dann dazu, dass es hochgeladen wird. Und ein Jahr kann man auch angeben, wenn man es geschrieben hat. Text, dann ist ein. wenn man das dann irgendwann hochgeladen hat und Niklas nicht noch 1000 Text schreibt, dann kann man danach suchen. Das dauert einen kleinen Moment, weil das alles auf dem Rechner analysiert wird. Also wir generieren aus den PDFs die Rohdaten, dass man auch Volltextsuche in den einzelnen Sachen machen kann und dann auch zu gewissen Wörtern das findet, während das immer noch lädt. Die Tags helfen auch dabei, das zu finden. Dann, das ist auch für jeden zugänglich, das heißt, wir binden da nicht, also jeder kann darin suchen. So, das ist unsere Suche, da kann man jetzt ein Beispiel nach, wenn man irgendwas über Data haben will, kann man da Data eintragen, dann findet man da auch hoffentlich alles ist hochgeladen. Dann findet man hier so dazu Felder, die sagen einmal die Überschrift, wer das gemacht hat, und dann sollte da noch ein kleiner Abstract rein. Die Bilder sind die erste Seite immer davon. Dann kann man sie sich hier kurz angucken. Und ja, das ist ein bisschen verschoben. Dann kann man sie sich durchlesen und kann zum Beispiel daraus zitieren oder kann sie halt benutzen, um sich selber zu informieren über Sachen, über die andere Leute schon mal was geschrieben haben. Und im zweiten Schritt wollten wir dann einbauen, dass man zu jedem Benutzer, der sich da angemeldet hat, dann über die einzelnen Uploads von ihm analysieren kann, was mit das, was ich auskenne, und kann dann da Leute zu speziellen Fachgebieten finden. Zum Beispiel, wenn jemand 5 Arbeiten über Datenbanken hochgeladen hat, dann weiß man schon, dass er irgendwas davon weiß und kann ihn vielleicht kontaktieren, zum Beispiel als Firma, wenn man auf jemanden über Datenbanken sucht, der gerade frisch von der Uni ist, um neue Sachen in sein Unternehmen einzubinden. Ja. Ja. Gibt es denn Fragen? Eins will ich noch nachschieben. Wir haben ja noch ein paar Sekunden. Ein wichtiger Gedanke dabei ist, im Gegensatz zu kommerziellen Datenbanken für wissenschaftliche Paper und so, es gibt es hier ganz elementar, dass alles frei angeboten wird. Das heißt, ich kann es kostenlos hochladen, ich kann aber auch kostenlos alles durchsuchen und ich darf auch alles benutzen. Also hier steht Open Access auf jeden Fall im Vordergrund. Monetarisieren kann man das Ganze dann eben über die Firmen, die da potenzielle Nachwuchskräfte finden wollen. Vielen Dank. Ich glaube, was ein ganz wichtiges Thema ist, also ich meine, es gibt ja vergleichbare Sachen schon, ist die Zitation. Wie man die betreiben kann, sehr galant und einfach und trotzdem letztendlich immer den Ursprung, selbst wenn eine Zitation aus einer Zitation stattgefunden hat, vollzogen wird. Habt ihr da eine Idee, wie das dann gehen könnte? Also wenn wir da gesucht haben und das gefunden haben, bei den Anzeigen sollte daneben noch kommen, dass dann man LaTeX auch daraus machen kann, um es leichter zu zitieren. Da gibt es ja solche Vorlagen schon, die man hinten an LaTeX-Dokument anpacken kann. Ja. Das sind übrigens auch nicht hier aus unserer Dropbox, wenn da oben irgendwelche Dokumente hochgeladen. Dass man das leichter einfügen kann, um dann auf die Seite zu referenzieren, wo dann alles da auch liegt. Dass es ja so tausendfach stattgefunden hat schon. Also tausendmal jemand wird immer wieder neu. Ja, aber nicht immer auf dieselbe Referenz letztendlich, sondern jemand sieht wieder in der nächsten Arbeit eine Zitation, übernimmt die von dort. Aber letztendlich muss ja sichergestellt werden, dass es immer wieder in dem Dokument, auf das die Dokument war, ist, verweist. Also Thema Blockchain. Ja, also das sind ja im Prinzip, dann ist das ja unsere Arbeit. Also wir nehmen ja niemanden das Schreiben seiner Arbeit ab und es ist ja irgendwie ein Grundsatz, dass man ein Zitat, das man komplett übernimmt, in einer anderen Arbeit auch ein Zitat ist. Das sollte man ja nicht machen, sondern man sollte ja dann als Wissenschaftler irgendwie versuchen, die Primärquelle zu finden und das, ja, das kann man ja hier nicht garantieren. Aber wenn die Tabelle zum Beispiel da ist, kann es sein, dass man bestimmte Werte noch rausziehen will. Und ich meine, ich weiß, dass da im Hintergrund ziemlich dran geforscht wird, wie man sogar, also
Mikro- bis Nano-Information eben im Hintergrund, und es muss auch nicht mal gleich deswegen veröffentlicht werden, von wem es ist, sondern dass es praktisch sichergestellt ist, wo die Information herkommt. Ja. Ich meine, das übersteigt es jetzt aber. Das ist nicht das, sonst kommt. Nee, nicht wirklich. Also, ansonsten lag der Fokus eigentlich hauptsächlich darauf, dass man verhindert, dass Studienarbeiten, die jetzt nicht wichtig genug sind, auf irgendeiner Konferenz zu präsentiert zu werden, dass die nicht in der Schublade verschwinden müssen. Und da irgendwie für alle Beteiligten ein Mehrwert entsteht. Mich würde auch mal interessieren, ich benutze persönlich für die Forschung so Google Scholar, habt ihr vielleicht auch schon gehört, es geht ja so in die gleiche Richtung, genau. Aber eher für wissenschaftliche Paper. Jetzt würde ich euch gerne mal fragen, wo seht ihr denn den hauptsächlichen Unterschied zu so einer Suchmaschine wie Google Scholar und was ist der Zugewinn, den man durch euer System eben bekommen kann? Also der wesentliche Unterschied liegt, glaube ich, vor allem in der Zielgruppe. Wir richten uns jetzt eher weniger an ausgebildete Akademiker, die irgendwo an der Uni forschen und deswegen sowieso auf diversen Datenbanken publiziert werden, sondern eher an Studenten, die vielleicht sogar im zweiten Schritt Richtung Schüler, die eben auch Sachen produzieren, die gewissen Kriterien genügen, aber die eben nicht automatisch auf irgendwelchen kommerziellen Webseiten zu finden sind. Mehrwert ist dann eben die, dass man als Student sagen kann, okay, ich habe hier was produziert, das wird jetzt von anderen vielleicht nochmal genutzt und eventuell wird sogar jemand auf mich aufmerksam dadurch, weil meine Arbeit gut war. Und dann der zweite Schritt eben genau, dass auch Corporate-Leute hier sich anmelden können, ein bisschen was zahlen und dann eben da Nachwuchs dafür zu bilden. Darüber. Könnten Sie nochmal genau sagen, was da jetzt passiert während dem Prozess des Hochladens? Ich meine, das sieht man jetzt hier nur sehr abstrakt, dass da ein Dokument erhoben ist, aber was passiert genau wann und welche Komponenten spielt dabei eine Rolle? Also, ja, zum einen haben wir eine Volltextsuche und wir haben so eine Elasticsearch-Datenbank, die ist ziemlich cool, da packt man ganz viele Sachen rein und darüber kann man mit mehreren Kriterien drüber suchen und verschiedene Kriterien für die Suche anwenden. Da haben wir dann gleichberechtigt den Inhalt unserer hochgeladenen Arbeiten, als auch die Tags, die wir mit den Hashtags eingegeben haben. Und die werden eben gleichberechtigt gesucht. Das heißt, man kann mit den Hashtags eben seine Arbeit auf bestimmte Themen hervorheben. Und das wird einfach dann in so Datenbank gegeben und darüber sucht man gleichberechtigt sowohl nach dem Inhalt als auch nach den Tags. Und das passiert während der Hochladephase. Das heißt, dann während der Hochladephase wird das PDF in einen Textfile umgewandelt, okay, dass man eben damit arbeiten kann. Und eben auch später Analysen gefahren, inwieweit das sich von anderen Dokumenten unterscheidet. Ja. So, ich darf mal wieder ein bisschen drängen. Vielen Dank.